Eins von vier. Huch. Bin man nie darauf gefasst, dass diese Teile da rausfliegen. Da weiß es voll bescheuert, weil das ganze Spiel basiert darauf, dass diese Teile ständig irgendwo rausfliegen. So, zwei von vier. Da hinten ist die drei von vier. Hoppala. Ja, halt's Maul. Und da ist die vier von vier. Huch. Wen habe ich denn gefunden? Charity Burbage. Okay. Aber von wo kriege ich jetzt bitte die Schlange her? Das ist jetzt noch so ein Ding. Darf ich die einmal kurz boxen? Dankeschön. Die Schlange. Da hinten kann man auch noch weiter. So. Ah, jetzt habe ich genießt. Jetzt juckt mir die Nase. Nein. Grün, rot, gelb, blau, ja. Grün, rot, gelb, blau. Kriege ich jetzt eine Schlange? Yes. Aber ich sehe da oben gerade noch was. Ist auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Leuchte, ne? Huch, huch, huch. So. Dann nehmen wir jetzt die Schlange mit. Und schmeißen die Schlange da rein. Trank der lebenden Toten freigeschaltet. Die Zwischensequenzen sind viel zu kurz zum Stolzen. Oh Mann, ey. Mann, so, jetzt. Weiter geht's. Sorry. Huch! Sag mal. Warum brenne ich denn jetzt ständig in irgendwelche goldenen Steine? Vor allem, warum? So. Okay, wenn wir jetzt Ding haben. Slughorn hatten. Dann haben wir doch jetzt dann bestimmt... Okay, wir gehen erstmal zurück in den Gemeinschaftsraum. Ah, dann... Oh, das... Oh, Brille. Haben wir hier irgendwo eine... Ah, da haben wir eine Brille. Und da ist was Rotes. Wir können das Rote auch noch wegmachen. Moment, ich muss mir erst beim Tempo in der Nase rumstochern. So. Wir brauchen das da dafür, oder? Jawohl. Hallo. Schüler in Gefahr. Bum, bum. Jo. Gib mir ganz viele Bats. So, lass mich da mal durch. Lass mich da mal durch. Okay. Oh nein, gehen wir jetzt zu Slughorns Party? Weil es kommt ja auch noch. Nun.
Einen goldenen Stein. So, warum werden wir denn jetzt dazu zugekackt damit? Und wir haben mal Zacharias Smith. Zacharias Smith. Manche Runde, die können nur mit Defindu zerstört werden. Okay. Bums. Ab nach oben. Okay, jetzt brauchen wir Ron. Falsch. Ron. So. Ich finde es schön, dass sie für jede Etage eine andere Methode haben. Also, ich meine, sie hätten es auch einfach lassen können. Das finde ich halt irgendwie cool. So, hier nach oben. So, die geht jetzt wieder eine Etage weiter hoch. Ach, guten Tag, Herr Dumbledore. Mir wirkt es so, als wäre der Regenschirm ein bisschen zu klein gewesen. Ist es McGonagall oder ist es einfach nur die Heimleiterin? Ich glaube, es ist einfach nur die Heimleiterin. So, du musst einen Schlüssel haben, um verschlossene Objekte zu öffnen. So. Dann brauchen wir sie hier. Hallo. Ach, ich muss gedrückt halten. Entschuldigung. Die ganze Zeit reicht es, dass ich einmal drauf tippe. Jetzt muss ich es natürlich gedrückt halten. So, da hinten haben wir sicherlich auch noch was. Sagte ich ja, da hinten haben wir sicherlich auch noch was. Hallo. Jetzt hat. Dumbledore, dankeschön. Ich verdrücke mich übrigens die ganze Zeit. Also wenn ich motze über meine eigene Inkompetenz. So. Da geht jetzt Wasser durch. Okay. Hüpfi. Das hier auch noch. Ich muss wieder einen Schlüssel haben dafür, nehme ich an. So, guck mal einer an. Du hast den Schlüssel davor. Dafür. Ach je. Oh, huch! Die kann eine Vorwärtsrolle machen, um Sachen kaputt zu machen. Ist ja lustig. Hui! Geil. Hui! Hui! Okay, ich nehme an, wir müssen hoch. So, das muss ich dann zusammen fixen. Jetzt haben wir den Aufzug. So, dann brauchen wir sie wieder mit dem Schlüssel. Deswegen ist ja der andere da hochgegangen. Ach so. Ja, das funktioniert ja gut, ne? Geht die andere jetzt mit dem Schlüssel runter oder bleibt die auch hängen?
Nee, komm, mach halt jetzt. Echt jetzt? Manche Sachen sind noch nicht so perfekt gelöst hier. So. Natürlich. Was machst du denn jetzt da oben? Wir müssen hier runter. Wir müssen die Bats aufsammeln. So, jetzt haben wir hier eine Tür. Da haben wir Krusch. Da hängt der Basketballkorb. Das ist gruselig as fuck. Achso, kann man da hüpfen drauf? Yay! Hui! Okay, hier haben wir auch noch was. Huch. Punks. Moment, ich konnte ihn gerade nicht bewegen. Halt, bleib stehen. So, jetzt hat. Ich hatte das Prinzip wieder verstanden. Ja, Schlüssel. Frau mit Schlüssel. Geben Sie Ihren Schlüssel da rein. Vielen Dank. Hey, ich habe den Blau nicht mehr gekriegt. So, Slughorns Piole freigeschaltet. Und einen goldenen Stein. So, jetzt geht's. Wir müssen jetzt Slughorn die Erinnerungen an Tom Riddle, glaube ich, herauslocken. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich die Filme geguckt habe. Vor allem den sechsten. Den sechsten habe ich so gefühlt zweimal geguckt. Ich weiß gar nicht, warum. So ein großartiger Film. Während ich die ersten drei mit Sicherheit 20 Mal schon gesehen habe. Aber die letzten... Natürlich geht er in die andere Richtung. Aber wir müssen zu Hagrid runter. Oh, guck mal, wir haben einen Weasley dabei. Bump. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und jetzt? Was ist das? Huch! Oh nee. Weißt du was? Wisst ihr, was wir hier tun müssen? Hüpfen. Ich hasse Hüpfen in Harry Potter. Aber wir haben einen goldenen Stein gekriegt. Nummer 40 schon. So, und wir kriegen ganz viele Bots. Zack, 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 Hüpfi. Da auch nochmal. Hüpfi. Da, jetzt nicht mehr. Kann ich ja auch? Ja, hier kann ich auch hüpfen. Huch. So. Was, wo geht's hier nochmal hin? Hier hin. Hier scheine ich noch nie gewesen zu sein. Weil hier liegen überall noch Sachen rum. Kann man dir helfen?
Okay, doch, hier bin ich schon mal gewesen. Warum habe ich denn die Sachen nicht eingesammelt? War ich damals blind? Anscheinend. Ich spiele blind Spiele. Und nicht auf die gute Art und Weise blind, sondern auf die, wo man tatsächlich nichts sieht. Da, 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 da. Wann muss ich denn... Wo laufe ich denn hin? Wo bin ich doch mal hin unterwegs? Muss ich nach... Hoppala, muss ich nach Hogsmeade? Okay, nein. Harry kann das. Okay, geht nicht. Warum geht das nicht? Aber das muss doch gehen. Hä? Das ist doch der richtige Zauberspruch dafür. Oder bin ich... Oh lol, was ist hier denn? Ich habe hier das Schub... Was? Ah, lol, du willst eine Suppenkelle. Ah, dankeschön. Interessant, dass der eine Suppenkelle wollte. Ich meine, Suppenkellen sind praktisch, aber... Würde ich mir jetzt... Nein, nicht wieder zurück. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt wünschen. So, ich kann ihn noch... Sind wir auf dem Weg nach Hogsmeade? Warum sind wir auf dem Weg nach Hogsmeade? Putz. Jo, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Das, au, ja, geht nicht. Aber das hier geht. Und das hier geht. Können wir meinem Hobby nachgehen und alles zerstören. Zack, 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 zack. Hermine steckt übrigens in dem Karren fest. Finde ich wiederum sehr lustig. Achso, ich muss sogar da lang. Halt, warte. Nee, dann gehen wir erst hier hoch. Achso. Falsche Zauber. Jetzt habe ich wieder so einen Ball, der hier rumkullert. Geht nicht. Ja, jetzt habe ich hier wieder so einen Ball, der hier rumkullert. Na gut. Na, oh, scheiße. Zack. Ja, wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Total bescheuert. So. Hier sind ganz viele davon. Ach, das sind wieder die scheiß Tauben, die wegfliegen. Auf die habe ich ja gar keinen Bock. Warte, ich brauche Entschuldigung, wie mache ich das denn? Da. So. Hallo, möchtest du da bitte puddeln? Ach so, du bist einfach nur so ein Flatterviech. Ja, okay. Dann gehe ich doch zu Hermine. Die hat Krummbein. Ich dachte, das geht mit der Eule auch. So, wen haben wir denn hier gefunden? Dean! Im Winteroutfit. Und wen haben wir hier? Seamus! Im Winter! Lass mich hier mal weitergehen. So. Oh. Da können wir wieder Kugel reinhauen. Und ausleeren. Damit sie total unsinnig in der Gegend umeinander liegt.